Ja Leute, und damit herzlich willkommen zum weiteren Video von mir. Ich zock das Spiel Assassin's Creed Valhalla. Wir haben hier unsere Truppen befreit im letzten Folge. Oh, wir müssen jetzt nach Vornberg segeln. Ja. 1800 Meter entfernt. Boah. Kiltwie wird uns jagen. Rastloser und brutaler als zuvor. Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur 8, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein. Nach links. Das ist jetzt nur Norwegen, oder? England sind wir noch nicht. Ja, Norwegen. England sind wir noch nicht. Oh mein Gott. Sogar groß. Also die Welt ist echt groß. Ich habe gedacht, dass Norwegen nicht so ein Riesenteil wird in Assassin's Creed Valhalla. Aber, ja. Ist es doch. Ich habe nichts dagegen. Absolut nicht. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Fokussieren? Was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kirtwies Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Nein! Oh. Steuerung ist ein bisschen. Ja. Hallo! Piep, piep, piep. Anlegen! Mach endlich! Vorenberg. Sie, wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Wie immer ein herzliches Lol, stimme einfach weg. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre, außer dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht, obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kürtwis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen... hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen.
Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Quest abgeschlossen, durch Ehre gebunden. Eivor, siehst entschlossen aus. 5100 Erfahrungspunkte. Okay. Fertigkeiten. Knotentypen. Wenn du Fertigkeitspunkte bei Knoten einsetzt, verbessern sich deine Kampffertigkeiten. Werte Knoten verbessern die Grundwerte. Grundfertigkeiten schalten Kampfaktion frei. Oh mein Gott, ich kann nicht lesen. Ich hab 4 Fertigkeitspunkte. Perfekt. Gesamtstärke. Fertigkeitspunkte, die Knoten zugewiesen sind, erhöhen deine Stärke. Je höher deine Stärke, desto mehr bist du dafür gewappnet, dich den Kommandanten Herausforderungen zu stellen. Schleichen. Das werde ich, also ich bin Odyssey mehr zu der Assassine gewesen und das werde ich auch hier machen. Ja. Plus andere, minus. Okay. Nahkampfschaden. Schleichangriff. Schaden. Ja. Obwohl, warte, ich hab doch mal Axt gesehen. Inventar. Also, Rabe ist Zeichen für Schleichen. Das ist, glaub, Jäger. Und das ist Krieger. Mehrere Quests angenommen. Questlog. Im Questlog kannst du deinen Fortschritt bei aktiven Quests und in den verschiedenen Gebieten verfolgen. Im Laufe deines Abenteuers werden Gebiete und ihre Quests angezeigt. Wenn eine Quest verfolgt wird, werden Informationen dazu auf der Karte, auf dem Kompass und im Questlog angezeigt. Familienangelegenheiten, Zuspruch einer Seherin. Ah, mach ich mal das. Äh, 500 Meter. Kann ich irgendwo meine Waffe upgraden? Oh, ich mach lieber die hier. Dann ist es nicht so entfernt. Kein Derf mit mir aufnehmen will. Wird nie aufblühen, wer möchte eine Geschichte hören? Wer hätte Freude an einer Göttergeschichte? Hey. Wolfsmal. Willkommen zurück. Gunnar, ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag. Ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Ah, okay, das ist Upgrade-Zeug, was ich gesammelt habe. Ausrüstung verbessern. Wenn du Bar in die Schmiede der Siedlung bringst, kann Gunnar Rüstungen und Waffen damit aufwerten. Dadurch werden Runenplätze freigeschaltet und die Objekte, so wie auch ihr Aussehen können, weiter verbessert werden. Nice. Neuer Runenplatz. Neues Aussehen. Okay. Das sollte reichen. Noch etwas?
wie geht es dir, Gunnar? Hältst du durch? Ich mag die Arbeit und mein Hunger ist stark. Nur die Nächte sind neuerdings kalt. Meine Liebste ist fort, falls du es noch nicht weißt. Ja, tut mir leid, das zu hören. Ihr wart wie lang zusammen? 5 Wochen waren es. 5 wunderbare, leidenschaftliche Wochen. Alles vorbei. Werde ich meine Brünnhild jemals wiederfinden? Eine Valkyria wirst du wohl nicht mehr treffen, Gunnar. Du solltest deine Ansprüche etwas zurechtstutzen. Zurechtstutzen? Eivor, sieh dir meine Waren an, meine Waffen. Ich bin kein Mann, der sich mit weniger als den Besten zufrieden gibt. Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Waffenrune. Inventar. Runen. Ah, okay, ist auch ein bisschen wie The Witcher 3. The Witcher 3 hat auch so Runen, die man ausrüsten kann. Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen. Ich könnte zuerst mit Valka sprechen, mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weggehen. Hallo, Thekla. Was brauchst du? Alves sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Die kriegsgeborenen Esel, die Magie der Vanya. Ah, Trinkspiel! Als ob die jetzt auch noch mitmacht. What the fuck? Trink! Trink! What the fuck? Zum Glück kann ich Quick Time. Oh, noch eine Runde. Jetzt bin ich befordert. Oh, ist ja echt fies. So stark für dich. Der Eivor ist jetzt fertig. Oh. Jo, es ist lustig. Auch anstrengend. Jo. Wer trinken gewonnen? Ich bin besoffen, das ist meine Belohnung. Gut gemacht. Gut getrunken gemacht. Kommt und trinkt. Lasst uns die Götter unterhalten. Komm schon, würfeln hat noch niemand. Mir fehlt das Klappern der Würfel. Erlück, dafür braucht man Geschick oder Glück. Wie wär's? Ja, spielen wir. Fangen wir an. Ich bin gut. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Meine Nase juckt. Oh Gott. Olyx, eine Würfelspiel, bei dem 2 Spieler Götter Segnungen der Spieler, der die Gesundheit des Gegners zu auf 0 senkt, gewinnt. Jede Runde besteht aus 3 Phasen. Erste Phase ist die Würfelphase. Spieler werfen ihr Würfel mit verschiedenen Effekten, wie beispielsweise Angriff, Blocken oder Marken, mit denen Göttersegnungen aufbeschworen werden können. Zweitens, Göttersegnungsphase. Spieler können ihre
Marken der Götter Opfer, um eine Göttersegnung heraufzubeschwören. Göttersegnungen sind mächtige Effekte, die den Ausgang einer Runde oder sogar des Spiels beeinflussen können. Die dritte ist die Auflösungsphase. Das heißt, beide Spiele werden gegeneinander ausgespielt, Schaden wird verursacht oder geblockt. Marken werden erhalten oder gestohlen. Die Runden werden so lange weitergespielt, bis die Gesundheit eines Spielers auf Null sinkt. Oh, okay. Kopf oder Zahl? Kopf. Kopf. Ich gewinne. Mal fangen eine. Würfeln deinen Gegner. Würfeln. Richte deinen Schaden an. Stiehl dem Gegner eine Marke. Block einen Schaden und block einen. Okay. Ich mach mal. Bestätigen. Aber ich muss einen auch noch weglegen, oder? Wir würfen bald mit X. Bestätigen. Kann ich zwei machen? Hä? Ich hab nichts zu tun. In dieser Phase werden die Würfeffekte der Reihe nach ausgeführt. Jede Würf bringt einmal. Also es ist kein Würfel, aber direkt. Okay. Hey, ist ja voll cool gemacht. Komm, all in. Jo, der ist ja übelst aggressiv. Das sollte reichen. Oh mein Gott. Ja? Schlecht.
bisschen auf Angriff gehen. Verursacht 5 Schaden, mache ich. Komm, ich muss es überleben. Du bist fast besiegt. Ein für alle Mal. Ein AP. Oh. Komm, all in. Das sollte reichen. Der blockt das jetzt alles. Hey, warum so spannend? Ich muss blocken. Ich habe verloren! Du gewinnst. Du wirst doch nicht abhauen und dich in deiner Niederlage suhlen. Komm, spielen wir doch mal. Ne, ich habe genug. Das hat zu lange gedauert. Oh Mann, als ob ich verloren habe. Der war One-Shot, der hat mir ein Comeback gegeben. Nur weil ich zu ungeduldig war. Mann. Egal. Ich werde das Spiel wahrscheinlich nie wieder spielen. Gegen den Pfeil, wie ich sehe. Eivor, kannst du mich die Kunst des Bogenschießens lehren? Aber sehr gern doch. Siehst du, wie ich stehe? Setze deine Füße fest auf den Boden. Nicht weiter als schulterbreit. Atme ein, wenn du die Sehne spannst. Sieh auf den Punkt, den du treffen willst. Nun stell dir vor, wie der Pfeil genau ich habe keinen Pfeil mehr. Und noch viel weiter. Atme. Ah, jetzt habe ich 2 bekommen. Ah. Ist es fertig? Ja, okay. Ciao. Setz dich doch. Lass uns spielen. Ach, wen haben wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gerne... Rap Battle oder was? Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Schlecht für den Sieg im Mächt. Unterweist du mich, geht's meinem Herausforderer schlecht. Nein, der Reim ist gut, aber zu viele Worte stören das Versmaß. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Die dürfen nicht zu lange sein. Töricht und dumm ohne Hirn. Ich
Beispiel und zerbrech deine Stirn. Schlug ich dir ins Gesicht und zerbrech deine Stirn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es reimt sich, es klingt gut, aber bedenke, dass ich dich töricht genannt habe und du antwortest, dass du mich töten willst. Manchmal ist es das Beste, bei der Sache zu bleiben. Das solltest du nicht vergessen. Ich hab's nur genommen, weil es lustig war. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwart ich, wie's dir dann ergeht. Meine Gegner vom Reim und vom Witzsturm verweht. Makellos, ja. Mit dieser Antwort hättest du mich besiegt. Es gibt noch vieles, das du über den Spottstreit lernen musst, aber das wird schon. Rap Battle. Du kannst jederzeit wiederkommen. Vielleicht werde ich das. Danke, Alvis. Charisma. Das ist also wichtig. Yo, sorry, Bro. Swain, hast du ein paar neue Tätowierungen? Ein paar hätte ich schon. Lass mich mal sehen. Wie du willst. Frisieren und tätowieren. Passe das Aussehen von Eivor in der Tätowierwerkstatt von Swain und Tova an. Bringe ihnen kosmetische Entwürfe und neue Stilrichtungen freizuschalten. Ja, okay, das ist glaube ich nicht normal, aber egal. Hä? Wo sieht man das? Ah, da. Ich finde das voll cool. Oh, Soundtrack ist gut. Dann nicht mal den. Ja, oh, so ein Yakuza. Oh, Bart. Einfach ohne Bart. Bäh. Yo, so ein Vollbart. Ja, ich lasse Standard lieber. Yo. Ja, sieht voll episch aus, finde ich. Gut. Sonst noch etwas? Bis später, Sven. Gut. Der hat sich jetzt rasiert. Ich habe auch bei AC Origins auch so Glatze geschnitten und Bartachsen gelassen für den lieben Bayek. Keine Ahnung, sieht halt. Die Kombi sieht halt episch aus. Hey, kannst du mir ein paar gute Jagdgründe nennen? Das könnte ich. Aber ich will nicht, dass jeder dort rumtrampelt und das Wild verscheucht. Bring mir 3 Hirschgeweihe, um dein Können zu beweisen. Und vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine schöne Herausforderung. Wir sehen uns bald wieder. Ja, 30 Minuten nehme ich jetzt auf. Ja, Leute, das war's jetzt. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, vergesst die Glocke zu aktivieren. Wäre sehr nice und have a nice day und ciao.